Hallo und herzlich willkommen zu einem Sonntagsvideo. Ja, und was ist heute? Natürlich gespielt XL, wobei das XL relativ ein L ist und gar kein XL. Warum? Ja, weil irgendwie ist die Arbeit so anstrengend, dass wir in der Woche fast gar nichts gespielt haben. Wobei am Anfang Januar, ja, da ging es eigentlich noch, aber dann eigentlich nicht mehr. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen mit gespielt XL. Gespielt XL beginnt im Januar mit dem ersten Spiel, was jetzt mittlerweile dann eine Tradition scheint. Ja, es wird eine Tradition, immer im Januar das erste Spiel sind die Zwerge. Ich kann da so ein bisschen was erzählen, und zwar vor 2 Jahren war das irgendwie so, dass da meine Freundin irgendwie keine Lust hatte, dann im Januar irgendwie so, vielleicht war es der 1. Januar oder so, irgendwie in so einem Tief war. Da habe ich gesagt, ach komm, lass uns Zwerge spielen, das wird cool. Und danach ging alles, war alles richtig cool und irgendwie war der Tag dann auch schön. Und letztes Jahr war es bei mir so, dass ich in so einem Tief gefallen bin. Und dann hat meine Freundin gesagt, ach komm, lass uns die Zwerge spielen. Und dann haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir das als Tradition. Jedes Mal im Januar. Das erste Spiel im neuen Jahr sind die Zwerge. Ja, die Zwerge machen sich auch wirklich gut, weil es ist so ein storybasiertes Spiel, wobei wir zusammen kooperativ an einem Spiel sitzen. Wir sind die Zwerge, wir sind die Helden des Romans, die Zwerge. Und jetzt versuchen wir, händeringend natürlich auch das geborgene Land zu retten. Und das kommt mit einem sehr, sehr coolen Mechanismus, mit einem Plättchenmechanismus, was man halt wirklich immer nimmt, ein Plättchen, man legt es hin und die Skala sagt an, wo neue Truppen auftauchen, also Albeets, dann Trolle oder Orks, und die platziert man dort. Und nun kann man gegen die kämpfen, man darf aber auch im Rat natürlich um Rat bitten sozusagen bei den Zwergen und versuchen, den halt hochzupushen. Das ist alles richtig, richtig einfach gehalten, aber sehr gut. Denn die Karten geben einem entsprechende Storylines und auch Nebenquests vor, die wir nun besuchen können, um halt natürlich Vorteile zu bekommen. Aber manchmal gibt es auch nachteilhafte Karten, die in dem Deck sind und die wir ableisten müssen, weil sonst würden wir vielleicht noch mehr Schwierigkeiten bekommen. Denn es ist schon eine schwierige Situation, das Ganze zu meistern, aber hier gibt es auch verschiedene Level, die wir überhaupt spielen können. Also eine heldenhafte Partie oder eine tapfere Partie und so weiter und so weiter. Und so kann man das natürlich sehr, sehr gut dosieren, wie schwierig irgendein Spiel werden kann. Tja, und wir haben leider versagt. Ja, das Ganze kann man auch gut zu zweit spielen. Man könnte es sogar alleine spielen, aber man kann das natürlich auch ganz gemütlich zu viert spielen. Und dann kann man die Feuerklinge schmieden und das geborgene Land retten. Ja, also spätestens nächstes Jahr sollten wir es dann mal wieder retten und nicht wie dieses Jahr. Tja, das wäre schön. Auf jeden Fall sehr cool. Und das ist auch ein Spiel, was niemals unsere Sammlung verlässt. Und das habe ich schon mal erwähnt in einem letzten Video. Wie schon gesagt, Etherfields landet hier auf dem, ja, auf dem Board für die Spiele, die, ach, egal. Das ist ein Traumlandspiel. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Regeln vom letzten Mal, habe ich ja gesagt, waren so krass, irgendwie gar nicht funktionstüchtig. Dann haben wir aber gesagt, im Januar setzen wir uns nochmal ran, packen das alles hin, hatten ja ein paar Tage Zeit, obwohl meine Freundin arbeiten war in der Zwischenzeit, also in den Feiertagen dazwischen. Aber haben wir gemacht, haben wir abends auch gespielt und es hat dann auch funktioniert. Es war dann auch relativ einfach, wobei man immer wieder nachgucken muss, was es für Möglichkeiten gibt, weil das Regelbuch gibt es auch vor. Es sagt ganz eindeutig, lege jetzt diese Karten aus, denn diese dürft ihr nun benutzen. Oder jetzt dürft ihr das und das machen. Also man lernt mit dem Spiel das Spiel. Das finde ich immer wieder cool und auch wirklich faszinierend, weil da kommen wieder neue Karten dazu. Man sagt sich so, wow, cool, jetzt können wir die auch nutzen. Aber in der Euphorie war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, morgen treffen wir uns mit unseren Freunden, dann nehmen wir das Spiel mit, wir schreiben den auch gleich,
Wir bereiten alles vor. Ihr könnt ja das andere Spiel absagen. Wir spielen Etherfields und dann setzen wir uns daran. Dann habe ich gesagt, stopp. Lass uns mal bitte das Spiel zu Ende spielen und dann alles so aufbauen, als wäre das nächste Spiel schon morgen. Und das haben wir getan und da kam es wieder. Wie die Faust aufs Auge, wie ich schon mal gesagt habe, total verwirrend, denn wir sollten nun Karten mit ins Deck packen, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben und wir dann, hä, die Anleitung sagt aber, wir sollen diese Karten jetzt hinlegen. Ich verstehe gerade wieder gar nichts. Und das ist das große Manko an diesem Spiel. Schöne Figuren, wahrscheinlich ein mega cooles Ding und eine coole Story und coole Mechanismen, aber doch dann nicht so klar, dass jeder dann einfach sagen kann, alles klar, diese Karten werden reingemischt, dann werden die ausgeteilt und bei denen spielen wir. Nein, es ist wieder so, was genau steht da, dass wir mit diesen Karten machen sollen? Und das ist so kompliziert und so nervig und so anstrengend, dass es dann irgendwann einfach so, ja, dann doch liegen bleibt. Ich weiß auch gar nicht, wann wir das wirklich spielen, weil es dauert dann, es zieht sich auch irgendwie so. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Natürlich will ich die Figuren bemalen, aber es ist dann doch wieder erstmal so in Vergessenheit geraten, weil ich mir dachte so, jetzt haben wir was anderes, was irgendwie besser funktioniert, was wir gespielt haben und was hier auftaucht, leider. Wir haben es geschafft. Der Pate ist auf dem Tisch gelandet. Und ich habe mich ja so gefreut auf den Paten, weil ich dieses Spiel einfach so feiere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es wieder gespielt und es war so cool, weil es einfach so viel Spaß macht. Aber es ist natürlich ein Spiel, wo man wirklich andere einfach versucht zu bedrängen, zu nerven, zu töten. Man versucht halt wirklich seinen optimalen Weg irgendwie hinzubekommen und auch abzuwarten, wann setze ich irgendwie meine Figuren und welche Figuren. Denn es gibt immer so zwei verschiedene Arten von Figuren. Einmal mit einer runden Base, einmal mit einer eckigen. Und die runden Basen passen natürlich nur dahin, wo rund ist und eckig nur da, wo eckig ist. Ganz logisch. Aber die runden Basen kontrollieren sozusagen immer gewisse Viertel und die eckigen Basen nehmen sich immer eine, ja, ein Kiosk zum Beispiel vor und räumen den aus oder holen Schutzgeld. Ja, das Thema ist vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig genial oder beziehungsweise nicht für jedermann was. Ich finde es ganz cool, es macht Spaß. Die Minis sind unglaublich toll. Die will ich auch unbedingt bemalen, weil es einfach so ein schönes Spiel ist und Spaß macht. Es ist aber wirklich so, dass man, wenn man Aufträge erledigt hat oder wenn man wieder Geld in die Kasse packt, man muss immer genau wissen, wie viel Karten darf ich noch auf der Hand behalten. Und wie viel muss ich abschmeißen nachher? Weil im Endeffekt ist es so, dass ich manchmal in einigen Zügen wirklich Karten wegwerfen muss, weil ich zu viele Handkarten habe oder weil ich nichts in meine Kiste gepackt habe. Und das finde ich hier so genial, denn wir haben hier so eine kleine Metallkiste, da kommt immer alles rein und am Ende des Spiels schauen wir, wie viele Aufträge haben wir erfüllt. Denn darum geht es auch. Es geht um die Farben der Aufträge. Und da muss ich immer gucken, was habe ich jetzt? Habe ich graue Aufträge, habe ich blaue Aufträge oder grüne Aufträge? Habe ich davon mehr als die anderen? Wenn ich mehr davon habe, dann bekomme ich natürlich entsprechende Siegpunkte. Und das wird am Ende des Spiels wirklich ausgeteilt oder so hingelegt und dann wird immer verglichen. Grün, ja, zwei Aufträge erledigt, vier Aufträge. Wow, dann kriege ich die entsprechenden Punkte. Und das macht schon richtig Bock. Also, das ist wieder so ein Spiel. Da hätte ich jeden Monat mindestens ein Spiel, würde ich da gerne spielen. Das sind dann 12 Mal im Jahr. Ja, das wäre mal eine Hausnummer. Da hätte ich richtig Lust drauf, weil es wirklich so viel Tiefgang in den Aktionen hat, was man alles machen kann. Und dann wirklich überlegt, so, ah, hätte ich mal noch mein als erstes da reingestellt, dann hätte ich vielleicht mehr Erfahrung. Denn um die Viertel geht es ja auch. Habe ich mehr dort eingenommen, kriege ich auch deren entsprechenden Siegpunkte. Ja, aber wenn ihr das Spiel spielt, guckt euch bitte immer die Siegpunkte oder die Sieger, die Endbedingungen an, weil das ist nämlich das A und O und der Clou bei einem Spiel und bei dem hier auch, dass man nichts vergisst. Ja, ich habe glücklicherweise nichts vergessen und habe gewonnen. Gewonnen haben wir auch bei Pandemic Legacy Season Zero.
Ehrlich gesagt kann ich euch gar nicht sagen, wo wir gerade feststecken. Ich glaube, oder feststecken an sich ja nicht, denn wir spielen es wirklich regelmäßig. Das hier müssten wir im Januar mindestens viermal gespielt haben, wenn nicht fünfmal oder sechsmal. Denn jedes Mal, wenn wir zu unseren Freunden fahren, dann spielen wir eine Session. So, und wir haben seit Januar nur gewonnen. Muss man auch dazu sagen. Ich finde Pandemic an sich ein richtig cooles Teil. Ja, jetzt wo jetzt natürlich wieder einige sagen, so, ja, aber das ist doch ein Legacy, das bedeutet, ich schmeiß da Sachen weg. Ja, aber es muss auch so sein, irgendwann ist das Ding auch durch und ich will es auch nicht nochmal spielen. Woran liegt das? Ganz einfach. Erstens, das Setting ist jetzt nicht meins, Kalter Krieg. Ja, gibt es Leute, die mögen das. Ich mag es nicht unbedingt. Ich gucke auch so eine Filme nicht unbedingt. Das ist eher selten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier, was mir richtig gut gefällt, sind die Pässe. Denn in den Pässen hat man wirklich, man kann hier seinen Charakter aufkleben und das ist so mega cool und macht so viel Spaß, dass schon im Vorfeld überlegt wird, welche Sachen muss ich denn ankleben für den russischen Staatsbürger, den ich dann verkörpere. Und das ist schon alleine diese halbe Stunde am Rumkleben, Namen ausdenken und aufschreiben, das hat allen so gut gefallen, dass die Pandemic Season Zero hier echt richtig coole Pluspunkte macht, also im Gegensatz zur Staffel 1 und 2. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es dann schon so, dass hier Thematiken aufkommen mit zum Beispiel einem Staatsbürger, den wir beschatten oder so. Wir sind ja eigentlich von der CIA. Und jedes Mal kommen auch so Abfragen von wegen, ja, was würdet ihr sagen? Was seid ihr für Menschen? Ja, jetzt ist bei mir als alter Rollenspieler und wenn ich mich da hineinversetze, ganz klare Sache, denn ich denke, zu der Zeit waren die CIA-Agenten auch denen hörig. So. Jetzt gibt es natürlich in der Gruppe dann auch zu den Absprachen immer wieder Unterhaltung. Es wird wieder gesagt, ja, aber hier und da. Und diese Entscheidungen bringen nachher auch was. Wir müssen dann wirklich nachgucken, was haben wir entschieden, wie viele Punkte bekommen wir dafür, was wird wieder dann freigeschaltet oder welche Strafen bekommen wir. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist halt kein richtiges Rollenspiel in dem Sinne, weil ich finde diese Entscheidung eigentlich immer ziemlich dumm. Weil es gibt Entscheidungen, die einfach sagen, ja, jetzt habt ihr halt, müsst ihr eine Karte zusätzlich abwerfen, wenn wir dort einen Stützpunkt macht, weil ihr dreist seid oder so. Oder arrogant. Und ich denke mir so, ey, wir sind die CIA, Mann. Was ist das Problem? Warum werde ich jetzt bestraft? Mein Arbeitgeber will, dass ich gute Arbeit leiste. Und dann kriege ich kein Werkzeug, sondern muss noch was dazu beisteuern. Also sorry, da ist bei mir leider Pandemic Season Zero so ein bisschen schönes Material, voll gute Ideen, aber ach ja, und die Pässe, ne? Pässe sind an sich eine schöne Sache, aber wenn man irgendwo reingeht, wie bei allen Seasons, dann bekommt man halt Schaden und den darf man halt wegrubbeln mit einer Münze und das funktioniert zu 0%, denn jedes Mal reißen wir da was weg und wir wissen gar nicht, ist da jetzt ein Totenkopf oder nicht. Und das wird so selten zwar ausgelöst, aber wenn, dann hätte ich mir gewünscht, dass es wie bei einem Rubbellos auch funktioniert. Und das war in der Season 2 super gut. Das hat super gut funktioniert. Und Season Zero haben sie am Material gespart oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert das fast gar nicht. Und das finde ich ein blödes Manko an dem Spiel. Leider. Ja. Aber ich hoffe, dass wir bald durch sind. Februar? Oh ja, bitte. Ich will nicht mehr. Ich will es nicht mehr spielen. Ich will es nur noch fertig machen. Leider. Ich habe in einer Zeitschrift gesehen, Palm Island ist voll cool. Und dann dachte ich mir so, oh, ein Solo-Ding, ja, das wäre auch mal ganz cool. Vielleicht kann man mal so ein bisschen was abspielen, wenn man im Auto sitzt oder wenn man beim Arzt ist. Man kann es aber auch zu zweit spielen, das fand ich auch ganz cool. Und das ist wirklich so ein Handspiel. Also man braucht keinen Tisch, man kann es wirklich in der Hand spielen. Man muss immer versuchen, halt Aufgaben zu lösen. Und man schiebt sozusagen die Karten nach oben. Die erste und die zweite Karte geben immer irgendwelche Materialien an, wie Holz oder Fisch oder so Sachen halt. So ein ganz normales Material, was man braucht für eine Insel, um weiterzukommen. Und dann kann man die aber auch so drehen und kippen, diese Karten. Und dementsprechend muss man mal gucken, wenn man die gekippt hat, ah, dann kann ich die noch verwenden. Das bedeutet, ich brauche die vielleicht, um die einzusetzen. Ich kann aber nicht unendlich viele Karten kippen. Wenn ich das gemacht habe, kommen die wieder nach hinten, werden wieder aufrecht gestellt und ich kann weiterspielen.
irgendwann im Kartenstapel, meinem eigenen Kartenstapel, kommt dann das Ende, was die erste Runde einläutet, und dann kommt das wieder nach hinten und das gesamte Spiel beginnt mit der zweiten Runde. Ich finde, das ist ein richtig cooles Teil, weil selbst wenn ich jetzt überlege zu einer Hochzeit oder so, wo es vielleicht langweilig werden kann, könnt ihr das mitnehmen. Jeder hat ein Kartendeck in seinem Smoking oder sonst wie irgendwo in der Handtasche drin. Und dann könnt ihr, ohne dass es auf dem Tisch liegen muss, könnt ihr das in einer Hand spielen. Und wie funktioniert es jetzt, wenn man zu zweit ist? Ganz einfach, man hat dann andere Aufgaben, die ein bisschen schwieriger sind, abhängig der Anzahl der Spieler sozusagen. Und jetzt muss man gemeinschaftlich aber auch dazu wirtschaften. Das bedeutet, vielleicht stehen da 3 Fische, 5 Holz, 2 Steine. Da muss man gucken, okay, wie viele Fische habe ich? Oh, ich habe 2. Wie viel hast du? 1. Und dann kann man halt diese Sachen abarbeiten gemeinschaftlich, aber dadurch wird es halt alles etwas schwieriger. Was ich aber richtig cool finde, weil es macht echt Spaß. Ich spiele es dann wieder nur zu selten, aber für Solospieler, die auch, sage ich mal, jetzt in der Bahn sitzen und zur Arbeit fahren, ist Palm Island eine sehr coole Idee. Es dauert ungefähr 15 Minuten, so eine Partie. Und dann kann man das wirklich alles wieder zurechtpacken und fertig. Was noch richtig, richtig cool ist, man kann, wenn man gut gespielt hat, hier Sachen freischalten. Das bedeutet, man kann Karten freischalten, die man in sein Deck reinbekommt. Es sind nicht unendlich viele, das muss man auch dazu sagen. Aber schaut euch, das ist eine kleine Kartenbox. Aber das finde ich sehr cool. Dadurch bekommt man wieder neue Sachen oder neue Möglichkeiten, die man relativ schnell ausschalten oder freischalten kann. Und gerade, dass man dann auch Karten drehen und wenden kann, oh, so cool. Sehr, sehr gute Sache, die hier erfunden wurde. Richtig schön. Palm Island für 7 €. Beide Daumen hoch für dieses Spiel. Hier jetzt Big Monster. Und Big Monster ist ein Spiel, was wir unseren Freunden geschenkt haben und zu Weihnachten. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das sehr cool, weil erstmal mag ich diese Packung und zweitens ist es halt ein Sammeleffekt. Es ist jetzt nicht ein Spiel, was ich unbedingt in meiner Sammlung brauche, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die jetzt gerade so, so sammeln und versuchen halt, ja, Aufgaben zu erledigen in der entsprechenden Monsterfraktion. Also weiß ich nicht, 5 blaue Monster braucht man, dann bekommt man so und so viele Siegpunkte. Das kann man dann aber auch hier nicht nur so oder gegeneinander spielen, sondern man kann es halt auch in Teams spielen, was ich halt auch sehr cool finde, wenn man zu 6 ist und dann 2 Leute spielen in einem Team, denn dann wird immer zusammengezählt, was man alles zusammen beigetragen hat. Also weiß ich nicht, man braucht 7 braune Monster und mein Kollege hat 2 und ich habe 5 gesammelt, dann sind das 7 und wir kriegen diese entsprechenden Siegpunkte, was einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Aber es ist natürlich auch so, dass sich dieses Spiel dann irgendwann so spielt und man denkt sich so, ja, ganz cool, aber irgendwie verliert man so ein bisschen den Überblick über die Siegpunkte. Man muss also immer auch gucken, was die anderen tun, weil wenn die was gemacht haben, dann muss man natürlich entweder dagegen steuern, weil man Monster sammelt, oder nicht. Aber lustigerweise, wenn man fertig sozusagen ist und sein Monster gepackt hat, ist es halt eine Art Draft-System. Denn ich nehme die restlichen Monster, die ich mir angeguckt habe, und pack die irgendjemand aufs Board. Dann ist dieser Platz auch besetzt. Das bedeutet, kein anderer kann dort diesen Platz nutzen. Und wenn alle ihre Plätze besetzt haben, dann werden erst wieder weitere Monster gedraftet sozusagen. Das geht aber alles um Schnelligkeit, denn eigentlich muss man hier schon versuchen, einem das madig zu machen. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt aber gar nicht mehr sagen, wie das so richtig war. Irgendeiner darf, kriegt irgendeinen Marker, einen Minusmarker oder so, aber ach ja, ich habe das bis zum Ende nicht so richtig verstanden, warum der jetzt keinen Minusmarker bekommt, weil der hatte doch dann, egal. Nur, dass ihr das wisst, da ist auf jeden Fall so ein kleiner Clou, der sich aber versteckt in, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber egal. Aber das hatte jetzt auch nicht diese Auswirkung, da ich gedacht habe, so wow, wir müssen darauf abzielen, immer wieder dem die Minuspunkte reinzuhauen, weil im Endeffekt haben die gewonnen, die am besten gesammelt haben und die am meisten von allem irgendwie gesammelt haben. Also nicht von einem Monster explizit, sondern von allem. Und das macht ja auch ein Spiel aus, weil das ist ja dann wieder ein gutes Spiel, wenn man nicht so richtig weiß, okay, wie spiele ich?
Da man ein Plättchen am Anfang sowieso bekommt oder beziehungsweise ausgelost wird und man sich anguckt, welches benutze ich, spielt man ja eh in diese entsprechenden Richtungen, weil da habe ich schon einen Vorteil. Wir haben eine Runde Cubitos gespielt. Nein, zwei Runden Cubitos. Nein, drei Runden. Oder vier? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, weil wir haben das echt lieben gelernt. Warum? Ganz einfach, es ist ein Würfelspiel. Würfelspiele an sich mag ich ja sowieso sehr gerne. Gerade weil aus dem Tabletop-Bereich oder Rollenspiel hat immer was mit Würfeln zu tun eigentlich. Bis auf beim Tabletop Freebooters Fate. Ansonsten hat man hier Würfel. Und das sind Cubes. Ja, die Würfel darstellen. Und was halt so cool ist, es ist eine Rennstrecke. Das bedeutet, unser Miepel versucht halt einmal um die Strecke rumzurennen. Und mein Ziel ist es, wirklich durch das Ende oder durchs Ziel zu kommen. Als Erster. Kein anderer. Und wenn ich das schaffe, habe ich das Spiel gewonnen. Es ist egal, was ich gesammelt habe. Es ist egal, ob ich 17 rote Würfel gesammelt habe. Es ist total Schmutz. Aber das Coole ist, dass diese Würfel, die wir einkaufen können, Funktion haben. Und wenn wir die Funktion auch jetzt überall liegen haben, weil es wirklich viele Würfelarten gibt, unterscheiden die sich von Partie zu Partie unterschiedlich. Denn wir haben die Möglichkeit, hier immer wieder gleiche Würfel mit unterschiedlichen Funktionen zu haben. Das bedeutet, haben wir hier auf einem Plateau weiße Würfel liegen, machen Sie in dieser Runde zum Beispiel das, wenn man keine Ahnung, ein Schaf würfelt auf diesem Würfel, dann darf man einen Schritt zusätzlich gehen. In der nächsten Partie kann es aber sein, dass eine neue Karte, eine weiße, da liegt und die sagt zum Beispiel, mach einen Schritt rückwärts, wenn du nicht ein Schaf würfelst. Solche Sachen passieren und das ist echt, also so viel Abwechslung hat man. Man hat auch insgesamt vier, also zwei Rückseite und Vorderseite Boards mit einer Rennstrecke. Die eine ist mit Wasser versehen, die andere hat nochmal wirklich so eine Brücke. Ganz viele Möglichkeiten und verschiedene Sachen, die man dort spielen kann. Und das macht halt so Spaß, weil man hat halt die Möglichkeit zu würfeln und man darf jederzeit aufhören. Hat man nur zwei Würfel mit Symbolen gewürfelt, die einem was bringen, kann man auch sagen, stopp, ich will nicht mehr würfeln. Hat man aber vier Symbole hier liegen und man würfelt kein neues Symbol von denen, die man neu gewürfelt, also die man ein weiteres Mal gewürfelt hat, dann endet die Partie auch. Also meine Runde, ich habe dann leider versiebt. Ich kriege dafür leider gar nichts, weil ich habe leider das strapaziert und versagt. Ansonsten kann man so lange würfeln, wie man Bock hat. Das bedeutet, ich würfel jetzt meine 10 Würfel. Ich habe vier Symbole, die packe ich mir hier auf mein Board. Und die anderen sechs Würfel würfel ich erneut. Da müssen wieder Symbole sein. Habe ich die? Wieder auf mein Board. Möchte ich nochmal würfeln? Na gut, ich würfel nochmal. Ein Symbol. Will ich nochmal würfeln? Na, nö. Und dann wird das alles abgehandelt. Wie cool ist das? Unglaublich Spaß. Es macht unglaublich Spaß. Das hier ist von der Stadtbibliothek. Aber ich habe es bestellt, weil es so schön ist. Herr der Fritten. Ja, habe ich geschenkt bekommen. 2 bis 8 Spieler. Dauert ungefähr 40 Minuten. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Spiel an sich ist ein sehr cooles Spiel. Denn wir versuchen hier, obwohl das Thema ist ein bisschen merkwürdig, wir sind Zombies und Zombies essen auch was. Und wir müssen auf der Karte gucken, was wird erwürfelt. Und wir haben Karten auf der Hand und müssen jetzt gucken, ob wir das, ja, spielen können. Das bedeutet, das sind Punkte für uns. Also gibt es zum Beispiel ein Menü mit Hähnchen, Käse, Brot und weiß ich was. Und ich habe es auf der Hand, dann kann ich sagen, alles klar, ich packe es hier hin, fertig, das sind meine Punkte. Ich muss also versuchen, in dem Spiel meine Karten loszuwerden. Aber natürlich nicht loszuwerden, indem ich die wegschmeiße, sondern dass ich sie als Menü gespielt habe, damit ich nämlich dann fertig bin und vor allem, dass das hier meine Siegpunkte sind. Gibt es keinen, der ein Menü fertig machen kann, dann wird das Menü um 1 reduziert. Aber im Vorfeld muss ich dann eine Karte weiterschieben. Dann nehme ich aus meinem Menü was oder aus meinen Karten, die ein Menü erstellen. Und da schmeiße ich einfach jemand eine hin und alle anderen auch. Das Spiel ist gar nicht so kompliziert. Das Spiel ist eher das Komplizierte. Wann packe ich eine Karte weiter und wann muss ich eine Karte einem speziellen Spieler geben.
Denn das wird immer ausgelöst, wenn derjenige, ja, ein Menü gespielt hat, aber der Einzige ist, der ein Menü spielen kann. Oder war es, wenn er den Würfel hat? Genau. Das sind gar nicht so viele Regeln, aber das war immer so extrem kompliziert. So. Man denkt so, kriegst du das jetzt? Da wir zu viert das Ganze gespielt haben, war es jetzt nicht so schwierig, aber dann dementsprechend konnte man immer irgendjemand wusste dann, nein, 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 jetzt kriegt der die. Weil er als einziger die Karte aus, das Menü ausgespielt hat. Was natürlich total bescheuert ist, denn ich habe vier Karten ausgespielt als Menü und bekomme drei Karten zurück. Ich werde meine Karten nicht los. Okay, ja, natürlich, ich werde mein Menü oder meine Karten, die ich ausspielen kann, habe ich jetzt mehr Möglichkeiten natürlich. Ich kann mehr Menüs abarbeiten als andere Spieler, aber dennoch komme ich nicht dazu, mal gar keine Karte zu haben. Trotzdem war es gut. Es ist ein schönes, einfaches Prinzip. Es wird gewürfelt, es wird geguckt. Man hat auch die Möglichkeit, das ohne Würfelwurf zu machen. Wir haben es mit Würfeln gemacht, weil wir es einfach lustiger fanden. Und dann muss man einfach schauen, welches Menü wird gerade, ja, benutzt. Und einfach, es ist ganz lustig. Aber man achtet eigentlich gar nicht mehr auf die Zombies, die da drauf sind. Nein. Über Detective Club muss ich nicht mehr viel sagen. Ich finde, es ist ein schönes Spiel. Es ist ein bisschen, also für meine Verhältnisse, ein bisschen besser als Mysterium, denn bei Mysterium spielt einer gegen alle und hier ist es eine ganz andere Mischung. Erstmal ist eine Runde relativ fix. Zweitens ist es so, wir bekommen Blöcke und auf diesem Block ein spezieller Spieler, der Anfangsspieler, schreibt halt auf jeden Block ein, ja, ein. Eine Sache, die er aus seinen Karten wählt. Denn er hat ursprünglich seine Kartenhand und schaut jetzt, wie kann er seine Karten spielen, so dass es einen Begriff gibt. Zum Beispiel hatte ich letztes Mal auch, glaube ich, Eisen. Wenn ich Eisen aufschreibe, nehme ich alle Blöcke, schreibe Eisen, 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 bis auf einen Block, wo nichts steht. Den einen mit Eisen gebe ich mir selber. Die restlichen werden gemischt, werden verteilt, so dass ich das auch nicht weiß. Und jetzt spiele ich meine erste Karte. Und das ist vielleicht eine Ritterrüstung. Dann packe ich die Ritterrüstung hin, offen, sodass alle die sehen können. Und der nächste Spieler spielt auch eine Karte, weil er rein theoretisch weiß, dass da Eisen steht. Außer er weiß es nicht, dann muss er hochpokern. Denn am Ende des Spiels sind wir rumgegangen mit der zweiten Runde und ich habe die zweite Karte gelegt und meine anderen Mitleute auch ihre zweite Karte gespielt. Dann muss ich erklären, was ich gesagt habe. Ganz einfach, bei mir ist es ja ganz einfach. Ich habe Eisen gemeint, weil seht ihr Ritterrüstung und ein Schwert im Boden. Ich meine damit Eisen. Fertig. Der nächste, der muss natürlich jetzt auch sagen, warum er seine zwei Karten gespielt hat und die Eisen sind. Wenn da jetzt aber eine Erdbeere drauf ist, dann wird's schon schwierig. Und warum er die zweite Karte gespielt hat, da ist ein Clown drauf. Das Grundprinzip ist aber ganz wichtig, denn ich der ja weiß, was da drauf steht und auch das überlegt habe, versuche meinem Mitspieler, der es nicht weiß, zu helfen. Denn nur dann bekommen wir Punkte. Das ist das Wichtige. Alle anderen versuchen natürlich ihre Endlupe dem zuzuschieben, wo er meint, so, der lügt doch. Liegen da mehr als zwei Lupen? Ja, dann hat der, der es nicht wusste, auch nicht gewonnen und kriegt keine Punkte, sondern alle anderen. Und das ist der Clou eigentlich daran. Weil ich ja versuche, dem, der keine Ahnung hat, und ich weiß es ja auch nicht, dass der keine Ahnung hat, aber ich habe den Eindruck, ey, wer eine Erdbeere legt, ich meine Eisen, wie willst du das erklären? Ja, dem versuche ich nur zu helfen und den anderen vielleicht madig zu machen, weil ich mir denke, ein Eichhörnchen mit einer Eisenkugel, was hat das damit zu tun? Ich mag es wirklich sehr gerne, es ist ein tolles Spiel und kann ich nur empfehlen, gerade für Leute, die halt so Partyspiele mögen. Es ist ein sehr cooles Teil. Zu Crazy Words muss ich nicht mehr viel sagen, weil Crazy Words ist ja fast jeden Monat dabei. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es ist irgendwie, ja, es ist so ein Spiel, was sich sehr schnell spielt. Es muss auch keiner schreiben können. Es muss auch keiner Begrifflichkeiten aus dem deutschen Wortschatz können. Und das ist das Wichtige. Hier bekommt man auch Leute an den Tisch, die halt Schwierigkeiten haben zu schreiben. Was natürlich für Kinder, Jugendliche natürlich auch super ist. Denn hier kann man einfach sagen, ey, 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 bleibt mal locker, es ist kein Scrabble. Ihr müsst Worte erfinden, die es nicht gibt. Und dann
hat man die Leute sogar am Tisch. Muss man ganz ehrlich sagen, es gibt halt einige, die da Schwierigkeiten haben oder denen es peinlich ist, wenn sie halt ein Wort falsch schreiben. Und das ist natürlich super, weil man sagt einfach, ey, leg ein Wort für das. Jetzt kommen natürlich Karten, die man lesen muss, aber es kann ja auch sich einer bereit erklären, das zu verwalten und diese immer vorzulesen und dann hinzulegen. Und nun wird dann einfach mal vermutet, so was da liegt. Und erfundene Worte sind natürlich echt coole Sachen. Hier haben wir die Variante für nicht jugendfreie, zum Beispiel eine Zombie-Sportart im Zehnkampf, bla. Ja, es gibt aber auch natürlich viel oder erwachsenere Themen, wo man aber auch als Kind oder als Jugendliche echt da sitzt und sagt so, ja, Misanthrop, ja, was ist denn das? Und da haben wir einfach als Alternative jetzt gemacht, entweder googeln sie das auf dem Handy, weil wer hat kein Handy heutzutage von den Jugendlichen, oder sie schmeißen die Karte ab und nehmen sich eine neue. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass sie dann einfach schlechte Buchstaben haben, die sie zusammenstellen können, nein, sondern einfach, Nummer eins, suchen sie vielleicht und wissen dann, ah, Misanthrop, alles klar. Oder sie sagen, ja gut, ist mir egal, ich nehme einfach eine Karte, die ich dann halt auch weiß, was es ist. Ja, und dementsprechend spielen wir das relativ häufig und wir haben das dann jetzt, glaube ich, zu siebend. Ja, zu siebend haben wir es gespielt und das war natürlich auch super, hat gut funktioniert, ging relativ fix und macht auch Spaß. Ja, also, ja. Ja, viel mehr ist dazu nicht zu sagen, ne? Nein, weil alles andere wisst ihr schon. Wer Crazy Words nicht kennt, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen, weil das ist echt ein lustiges Teil. Da hat man schon eine Menge Spaß mit. Ja, Sanduhr reicht? Reicht. Der gleichen Zeit zu siebend haben wir Tempel des Schreckens gespielt, was halt auch super dazu passt. Wenn man eine große Gruppe ist, kann man halt das wirklich sehr gut spielen, denn hier gibt es eigentlich nur zwei Sachen. Es gibt einmal die Tempelwächterinnen und es gibt einmal die Schatzjäger. Und die Schatzjäger versuchen natürlich die Schätze zu sammeln und Tempelwächterinnen versuchen Fallen auszulösen. Feuerfallen. Es gibt leere Räume, Feuerfallen und Schätze. Ganz einfach. Man schaut sich seine Karten an, wenn sie ausgeteilt werden. Man hat natürlich vorher seine eigene Karte auch geguckt, welche Fraktion ich bin. Ich weiß nicht, wer die anderen sind. Muss ich irgendwann mal rausfinden. Und nun schaue ich mir meine Karten an, dann fange ich an zu mischen und lege die verdeckt aus. Jetzt kann jeder dann halt, der den Schlüssel hat, einmal zu mir gehen oder sonst wie und auch fragen vorher natürlich, wie viele Schätze hast du, wie viele Feuerfallen hast du, was... Und so muss man abschätzen, so, der lügt und der spricht die Wahrheit. Und das macht irgendwie so viel Spaß, weil man immer wieder denkt so, ey, was macht der denn für Blödsinn? Der hat doch gesagt, der hat zwei Fallen. Aber zwei Fallen, das kann ja nicht sein, wenn er zwei Fallen hat und ich eine Falle habe, weil es gibt nur zwei Fallen. Ich lüge nicht. Also lügt er. Aber warum lügt er? Denn man kann lügen, auch wenn man ein Schatzjäger ist. Das kann man auch machen, natürlich, um zu sagen, so, wow, komm mal nicht zu mir, ich habe keine Schätze. Oder ich habe Schätze, nur Schätze. Aber ich habe keine Falle und ich will aber als Tempelwächter ja eigentlich die Fallen auslösen. Jetzt muss ich natürlich irgendwann mal rausfinden, wer ist denn jetzt der Böse, der vielleicht zu mir kommt, wenn ich die entsprechenden Fallen habe. Und dann kann ich ja sagen, ja, also bei mir lohnt es sich nicht, ich habe nur leere Räume, weil bei mir bist du sicher. Oder ich habe einen Schatz und keine Feuerfalle. Wie, du hast keine Feuerfalle? Nein, ich habe keine Feuerfalle. Ich habe einen Schatz, bei mir ist es komplett sicher, ihr könnt bei mir rein. Es ist die letzte Falle und dann durch Zufall, weil ich ja die Karten voll gemischt habe, nimmt er die Falle und wir haben gewonnen. Und dieses Spiel spielt man dann echt 4, 5, 6 Mal, bis das dann irgendwann mal reicht und dann spielt man wieder was anderes. Ja, ich finde es wirklich gut. Tempel des Schreckens ist auch so ein Spiel, was bei uns einfach nicht rausfliegt, weil man es immer wieder irgendwann rausholt, die Regeln super einfach sind und jeder kann da irgendwie mitspielen und es macht Spaß. Ja. Sanduhr durch? Sanduhr durch. Pandoria. Ja, zu Pandoria muss ich eigentlich auch nichts sagen, weil es ist ja eigentlich eins meiner Lieblingsspiele. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es jetzt endlich nach Jahren, ich glaube nach
Also ich will jetzt nicht lügen, aber nach 3 oder 4 Jahren haben wir es jetzt endlich mit unseren Freunden gespielt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Es liegt einfach immer daran, da kommt wieder was Neues, dann nimmt man das mit und hier. Und jetzt endlich haben wir es gespielt. Dann haben wir das aufgebaut, wir haben es erklärt und dann ging es auch los. Und erst war so ein bisschen so, wie jetzt? Denn das Besondere bei Pandoria ist, man hat immer nur so zwei Hexfelder, die aneinander geklebt sind, mehr oder weniger. Das bedeutet zwei Hexfelder, die kann man halt drehen natürlich. Man kann die nicht umdrehen, aber man kann sie halt so lang drehen. Und jetzt muss man gucken, wo man die anlegt. Denn wenn man sie anlegt, dann wertet man nur, wenn sie eingeschlossen sind. Also gehen wir von Kristallen aus. Ich habe hier auf meinem Hexfeld einmal Kristalle, einmal Gold. Und da hat schon jemand was angelegt. Und ich müsste jetzt das Ganze zumachen, wenn ich das Gold hinpacke. Dann würde alle Kristalle gewertet. Wie wertet man? Ganz einfach. Immer wenn ich ein Plättchen lege, packe ich auch ein Miepel hin. Auf eins meiner gelegten Sachen. Also nicht im Vorfeld, sondern auf dieses eine Teil. Lege ich es jetzt auf das Gold, das Miepelchen, und ich werte, dann werte ich alle Kristalle, weil mein Miepel auf Gold steht. Würde ich jetzt so doof sein, natürlich, und den auf Kristalle legen, dann würde ich an der Wertung nicht teilnehmen, weil der steht außerhalb von der Wertung und würde auch noch den rausschmeißen. Weil das ist auch noch ein Clou. Schließe ich andere gegnerische Figuren oder meine eigenen ein, dann werden die vom Tableau geräumt. Ja. Und das ist manchmal so tricky, weil man dann da steht und denkt so, ich kann es jetzt anlegen, aber der nächste und der nächste und der nächste ist nochmal dran. Entweder machen die zu und schließen mich ein, oder ich habe das Glück, dass sie das vielleicht gar nicht mitbekommen haben, dass da jetzt gerade was ist. Und das sind so richtig coole Moves. Aber dabei bleibt es gar nicht, denn wir haben hier auch erstmal noch Charaktere, die verschiedene Möglichkeiten haben, Fähigkeiten haben, die sich wirklich ganz anders spielen als andere. Aber man hat halt auch Karten, die man einkaufen kann. Aber nur, wenn man das gesamte Ding gerade gewertet hat. Dann nehmen natürlich alle an der Wertung teil, alle Miepel, die außen rum stehen. Aber ich, weil ich gewertet habe, darf mir jetzt eine Karte kaufen, die schon wieder neue Sachen bringen. Die zum Beispiel sagen, wenn du Holz wertest, dann wertest du das doppelt. Was? Ja. Und diese Karten kann man auf die Hand bekommen und die darf man dann ausspielen mit Magie, mit den Kristallen. Und so hat es einen richtig coolen Mechanismus, der nicht schwer ist, der eingängig ist und der eigentlich nur drei Sachen beinhaltet, nämlich Holz, Magie und Gold. Und dann ist das Spiel auch schon durch. Unsere Jägergruppe hat sich endlich im Januar wieder getroffen. Zwei Termine, zwei Gruppen. Ja. Und das Coole daran ist einfach, wir haben ja letztes Jahr unsere erste offizielle Kampagne mit einer großen Übernachtung und allem Pipapo endlich fertig gemacht. Und da war das Ende auch so eingeläutet, dass echt einige Charaktere gegangen sind. Andere sind zusammengeblieben. Und es gibt aber einen Brief, der am Ende der Tage dann dort stand oder den ich halt hochgehalten habe, gesagt, das ist an eurem Krankenbett. Jetzt geht feiern und das war die Kampagne. Und damit haben wir im Grunde angefangen, denn es gab natürlich einen ein oder anderen Charakter, der sich nicht nur daran erinnern konnte, sondern der auch eine Abschrift gemacht hat. Und jetzt sind sie auf dem Weg. Ja, also der eine dahin und der andere dahin. Ich will nicht, darf nicht zu viel verraten. Denn ja, der ein oder andere guckt vielleicht ein Video. Und dann soll ja nicht gespoilert werden. Aber egal, wir werden weiter jetzt eine neue Kampagne starten oder sind jetzt dabei. Alle sind in der Thematik drin und es wird halt einiges gemacht. Es gibt ja auch um das ein oder andere Mal eine Überschneidung. Und wir arbeiten jetzt ganz händeringend daran, neue Termine zu finden. Denn auch wenn Corona ist, ist es ja trotzdem schwierig, Termine zu finden mit Familien. Ja, und dann haben wir haben ja auch unsere Kids da und da es dann am Wochenende ist, wird das alles immer ein bisschen knirsch. Dann bekommt man nochmal Besuch von woanders und dann ist irgendwie ein Monat, hat nur 4 Wochenenden und dann ist alles belegt und man denkt sich so, wow, ey, eigentlich wollten wir spielen. Ja, somit haben wir eine Gruppe im Februar, die nächste und die da andere dann erst im März leider. Aber so ist es halt. Es ist schön.
Ich kann gar nicht so viel verraten, fällt mir gerade ein. Es gibt halt ein paar Charaktere, die jetzt sich neu aufgebaut haben und wo wir auch gesagt haben, ja, macht es mal. Aber was ganz wichtig ist, wir haben entschieden, auf jeden Fall ein Finale zu spielen in diesem Jahr. Im September wahrscheinlich, ja. Im September werden wir mal gucken, ob wir unsere Hütte, die wir da hatten beim letzten Jahr, ob wir die wieder anmieten. Denn die haben jetzt dann auch einen Saal, wo wir mehr Leute reinkriegen. Denn wir haben auch nochmal einen neuen Mitspieler. Und das ist auch sehr, sehr lustig, weil da kann ich jetzt auch wieder nichts sagen. Aber es ist sehr, sehr cool, wie manche Menschen sofort in ein Rollenspiel reintauchen und obwohl sie wenig oder gar keine Erfahrung haben, sofort so gut spielen können. Und andere, die jahrelang dabei sind, einfach nicht ins Rollenspiel reinkommen, weil sie zu lange draußen waren. Das ist auch so krass. Das geht dann so und man denkt sich, ey, nun fang doch mal an zu spielen. Merkwürdig. Aber wir sind wieder dabei. Ich freue mich auch drauf. Story ist schon so pff, ganz schön am Explodieren. Gleich im Anschluss haben wir Marvel das Kartenspiel oder Marvel Champions das Kartenspiel gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es ja, aber es war wieder ein episches Spiel, was bis 23 Uhr ging, obwohl wir das eigentlich nur zu Ende bringen wollten, aber haben wir gar nicht geschafft. Wir mussten es wirklich beenden. Und der Endgegner, warum es so schwierig ist, ist Ultron. Ultron ist so ein mega krasser Endgegner. Es macht gar keinen Spaß, gegen den wirklich zu spielen, weil das so viel triggert, was der tut, dass man immer wieder dagegen arbeiten muss. Also ich möchte unbedingt jetzt bald wieder Marvel Champions spielen, weil wir noch so viele Charaktere haben und auch noch eine Erweiterung, die Red Skull Erweiterung. Und ich möchte einfach gucken, wie das da weitergeht. Dass man auch mal andere Gegner hat. Und neue Charaktere haben wir auch rausgespielt. Wir haben Thor gespielt und wir haben Black Widow gespielt. Wobei Black Widow an sich jetzt eine reine Supporterin ist, wobei sie auch Schaden zufügen kann natürlich. Und Thor gar nicht so mächtig war, wie ich den so, ja, wie ich das so gedacht habe. Aber vielleicht habe ich ja auch ein bisschen falsch gespielt, weil er kann auch Mjolnir werfen und irgendwie, ja, war das so eine komische Mischung. Es hat Spaß gemacht, aber es war mir auch eindeutig zu lang. Ja. Und dazu muss man immer sagen, ich finde mittlerweile auch ganz viele Spiele zu zweit richtig gut. Also wirklich, weil das ist dann nicht so ein episches Ding. Zu dritt hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Marvel Champions so lange dauert. Aber ich glaube, wir haben so 20 Uhr angefangen. Ich glaube, naja, nicht ganz. Ich glaube, 20:30 Uhr und 23 Uhr waren wir immer noch nicht fertig. Sind über 2 Stunden haben wir gespielt. Und ich dachte mir so, ey Leute. Das kann doch nicht sein. Wir sind jetzt bei Level 2 von ihm, aber wir haben den noch nicht mal abgearbeitet. Da kommt noch Level 3 oder so. Und ich dachte mir so, ey, nee, das kann nicht sein, weil wir wollen das Ding ja auch irgendwann beenden. Und ich dachte eigentlich nicht, dass es so ewig dauert. Aber ich glaube auch ganz fest daran, es kommt darauf an, welchen Endgegner man spielt. Rhino ist ja einer der simplen und das hat dann nicht so ewig gedauert. Und ich hoffe, dass da noch ein paar Gegner kommen. Ich werde jetzt auch die Red Skull-Packung mal aufmachen und mir mal angucken, was es da so ist. Und wie wir die dann mal spielen. Und da glaube ich einfach, dass 2 Leute für Marvel Champion ziemlich cool sind, außer man will so ein episches Spiel haben. Dann kann es natürlich auch sein, dass zu viert das gut ist, aber ich glaube, das ist eine Nummer zu dolle. Zu viert. Ja. Ich mag es immer noch, wobei es echt knackig ist und langwierig. Wir haben Ankh gespielt und Ankh, muss ich ganz ehrlich sagen, zu zweit, das was ich ja gerade gesagt habe, hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es zu viert anders ist. Ich habe schon gehört, na, die Regeln sind halt nicht so super gebalanced, wenn zwei sich zusammenfügen und zusammen versuchen, den Sieg zu machen. Aber ich finde die Idee an sich ganz gut. Was müssen wir machen? Ganz einfach, wir sind hier wirklich im ägyptischen Universum. Wir versuchen hier mit unseren Kriegern Tempel zu errichten. Wir versuchen diese zu nutzen. Das bedeutet, immer wenn wir dran stehen, bekommen wir etwas. Aber Gegner können sich auch daran stellen. Und wenn es mehr sind und so weiter, das ist alles so irgendwie richtig cool. Und ich dachte immer, ah, braucht man Angst, dann ist es vielleicht ein Abklatsch von Blood Rage.
Da dachte ich mir, das brauche ich nicht, weil das Blood Rage habe ich. Aber Blood Rage macht ja eins, und zwar haben wir da ein Draft-System mit Karten. Das bedeutet, ich habe Karten, die draften wir immer, ich nehme mir eine Karte, ich nehme mir eine Karte. Das haben wir bei Ankh schon mal gar nicht. Was bei Ankh richtig cool ist, wir haben ein Board und auf diesem Board sind sozusagen Marker platziert und wir machen Aktion von diesem gemeinschaftlichen Board, was ich sehr, sehr cool finde. Das bedeutet, ich muss immer genau überlegen, was mache ich, weil mein Gegner ist ja dann auch dran. Und wenn ich am Ende ankomme, dann ist mein Zug vorbei. Ich habe aber immer zwei Aktionen. Das bedeutet, ich müsste vorher was machen, damit ich es machen kann. Aber von oben nach unten. Und das finde ich auch schon wieder so richtig cool. Also ich habe da schon wieder Bock zu spielen, obwohl ich es noch nicht habe, aber ich muss es mir holen. Denn es ist wirklich so, oben habe ich zum Beispiel, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber oben habe ich dann halt Bewegung, dann kann ich halt meine Truppen bewegen, ich habe da drunter produzieren, dann kann ich halt jemanden aufpushen oder neue Figuren reinbringen auf mein Feld. Und genau das ist es, wenn ich aber erst produziere, kann ich nicht mehr laufen. Und das finde ich richtig cool, weil man muss dann wirklich überlegen, was brauche ich und was muss ich jetzt tun, weil ich beende sonst meinen Zug. Und wenn die alle da kurz davor sind, dass sie den Zug beenden, dann, dann muss ich wirklich entscheiden, was mache ich jetzt damit. Und danach geht der Marker auch wieder zurück. Das bedeutet, mein Gegner hat dann wieder alle Möglichkeiten, weil ich ihm das freigespielt habe und freigearbeitet habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht echt Spaß. Es ist halt auch total easy an sich, das Spiel. Es ist jetzt kein, ich muss jetzt 100 Würfel hier würfeln. Oder warte mal, ich muss erstmal ausrechnen. Das sind für den Großen sind es 10, für die Kleinen sind es jeweils 1. Ach, ich habe die aufgewertet. Nein, das ist ja alles nicht. Das ist alles entschlackt in dem Sinne. Und dementsprechend spielt sich das so flüssig und einfach, dass es unglaublich Spaß macht. Die großen Götter kann man nicht mal töten. Ja, deswegen sage ich, es ist ein gutes, strategisches, taktisches Spiel, was auch Spaß macht. Und wir werden die Minis bald bemalen. Alex und ich. Ja, guckt mal da rein, denn da malen wir nämlich ganz gerne mal zusammen. Und das ist das nächste Projekt, was wir haben. Innerhalb von 2 Stunden 14 Miniaturen, also 2 Fraktionen fertig. Auch wichtig zu wissen, 7 Miniaturen sind eine Fraktion. Bei Blood Rage waren es, glaube ich, 11, wenn ich mich, oder 10. 10 oder 11 mit Schiff, weiß ich nicht mehr genau. Kann auch 10 sein. Ja, und hier hat man wirklich 3 Figuren weniger, was das Ganze auch entspannter macht. Ja. Tja! Was haben wir hier? Cthulhu Death May Die. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist ja wieder Eric M. Lang, Cthulhu-Universum. Das beißt sich ja dann eigentlich auch schon wieder. Aber nein, ich dachte mir, ey, ein Eric M. Lang gebe ich auf jeden Fall eine Chance. Und ich hatte einfach Bock da drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Miniaturenspiele sind ja eh immer mein Faible. Und dann dachte ich mir so, ach komm, ey, warum eigentlich nicht? Und wenn es dann halt nicht gut ist, dann ist es halt so. Also kam es an, ausgepackt, wow, cool. Hab die ersten Figuren angefangen und zwar für die erste Season. Denn das ist auch wichtig, man hat hier mehrere Seasons drin und man braucht halt nicht alle Figuren für die erste Season. Also macht man wirklich die Packung auf, schaut sich rein, oh ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich sage, Kultisten brauchen wir auf jeden Fall alle. Dann brauchen wir 4 Protagonisten. Das habe ich dann einfach so gelöst, dass ich halt alle Charaktere mitgenommen habe zum Spieleabend. Oder gesagt, sucht euch einfach einen aus, den ich bemale. Die restlichen bemale ich später. So, dann haben wir uns rangesetzt, habe ich alles bemalt, Regeln gelesen und dachte mir so, ey, die Regeln sind ziemlich easy. Was ist das denn? Aber irgendwie könnte es cool sein. Ja, das wird cool, weil die Regeln relativ einfach sind, aber jedes Szenario dann sich anders spielt. Und andere Voraussetzungen auch haben, um das Spiel zu gewinnen. Es ist ein kooperatives Spiel, wir sitzen also zusammen hier und wir haben die Möglichkeit, halt immer, wenn wir durch Räume laufen, nehmen wir halt die Gegner mit. Ja, das ist zum einen ein Vorteil, weil ich nämlich den Weg freiräumen kann für meine anderen Freunde, die da kommen. Zum zweiten ist es aber auch so, dass ich natürlich Fähigkeiten entwickeln kann. Umso wahnsinniger ich werde, umso mehr Fähigkeiten kann ich freischalten und das kann ich auf meinem Board dann einfach mal hinpacken.
Ich verliere, wenn alle meine Lebenspunkte weg sind. Und ich verliere auch, wenn der große Alte nicht nur auf dem Board ist, sondern wenn Zeit abgelaufen ist, dann ist das Ritual komplett durch und der hat gewonnen. Ja, und das ist so cool. Denn wir haben Spawnpunkte und diese Spawnpunkte passieren immer wieder durch Zufall mit dem Kartensystem, dass dort wieder irgendwelche Monster erscheinen, die wir bekämpfen können, die wir bekämpfen müssen. Wir bekommen aber auch nichts für die Monster, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil es ist nicht wieder wie bei einem Game auf der PlayStation. Ich hack denen da den Kopf ab und dann bekomme ich 3 Goldmünzen. Nein, es ist wirklich so, ich muss die loswerden, weil die mich nämlich nerven und weil die mich auch attackieren. Die greifen mich an. Habe ich also 7 Monster da stehen, müssen alle 7 Monster mich bekämpfen, wenn ich alleine da stehe. Und das ist doof. Stehe ich aber frei, dann kriege ich eine weitere coole Karte, die mir helfen kann. Und ihr merkt schon, das ist schon cool. Ja, und als wir es gespielt haben zu zweit, haben wir verloren, aber es war cool. Dann haben wir es zu viert gespielt. Wir haben gewonnen, es war cool. Und dann hatte ich die Erweiterung auch schon gekauft. Aber die Figuren sind fast alle bemalt von der Box. Ja, fast durch. Hier nun Everdell. Everdell finde ich auch immer ein wirklich schönes Spiel, macht Spaß. Ich hatte ja schon mal gesagt, was mich ein bisschen nervt, ist halt dieses Warten, was aber hier zu zweit schon wieder ganz entspannt war. Denn ja, dann ist der eine schon in den Sommer gegangen und ich war noch in dem Frühling, aber das hat sich dann schnell relativiert. Wir sind auch schnell zum Ende gekommen und was halt sehr, sehr cool war, wir haben gleichen Punktestand gehabt und dadurch habe ich nur gewonnen. Also jetzt, das war nicht so cool, sondern einfach, ich fand es so mega gut, dass wir auf verschiedene Wege Punkte gemacht haben und beide gleich viele Punkte geschafft haben. Es war also so knapp, das Spiel. Mega cool. Was haben wir nun? Ja, wir haben eine Auslage im Grunde und wir haben Miepel, die wir halt wo wir halt Sachen machen können. Wir können die einfach irgendwo raufstellen, bekommen wir was und mit diesen Sachen können wir wieder einkaufen und haben wir irgendwann keinen Miepel mehr, dann ist halt einfach irgendwann mal vorbei, weil wir können nichts mehr bekommen. Wir können halt nur noch was ausspielen, eine Karte ausspielen zum Beispiel und dann ist irgendwann sind unsere Ressourcen auch alle und dann wechseln wir ins nächste Jahr. Der andere spielt da noch, wir nicht, aber es ist völlig egal, weil es wird dann weitergespielt. Und dann bekommen wir halt nicht nur unsere alten Miepel, sondern wir bekommen auch neue Miepel dazu. Und gelegentlich werden dann auch noch Karten ausgelöst, die wir schon gespielt haben. Denn wir bauen unser eigenes Dorf. Und das finde ich richtig cool, weil es macht unglaublich viel Spaß. Man hat auch nicht Übermengen von Platz im Dorf. Man muss also gucken, ob man die auch wirklich braucht. Ob man vielleicht manchmal welche rausschmeißen kann mit Funktion. Denn auf den Karten, alle Karten haben verschiedene Funktionen. Und das ist einfach so genial. Habe ich zum Beispiel einen Leuchtturm oder weiß ich nicht, das heißt anders, aber ist egal, habe ich einen Leuchtturm gebaut und ich bekomme jetzt die Fledermaus, Kirchturm war das, glaube ich, aber egal, bekomme die Fledermaus auf die Hand, dann kann ich die sofort spielen und es kostet mich 0 Punkte. Also muss ich immer schon überlegen, welche Häuser baue ich, damit ich dann die Tiere da reinpacken kann, die mich nichts kosten. Denn das ist natürlich auch super, weil die Funktion löse ich ja auch dann wieder aus. Manche Funktionen löse ich auch sofort aus, wenn ich die Karte spiele. Und manchmal wird die auch ausgelöst, wenn ein entsprechendes Zeit vergangen ist oder wenn ich wieder eine andere Karte spiele. Und diese ganzen Sachen, die da aufeinander oder miteinander verzahnt sind, sind einfach echt richtig cool. Es macht Spaß, dieses Spiel zu spielen. Everdell, ja, ist einfach ein schönes Spiel. Nicht nur von der Optik, sondern auch von allem, wie es daherkam. Auch wenn man davon oder da Ewigkeiten gewartet hat, bis wir das mal gespielt haben. Tja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schön. Clask zu viert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist bessere Clask. Irgendwie macht es mehr Spaß in der Familie. Man sitzt da und dann spielt man und man hat so viel Spaß. Meine Kinder finden es immer wieder cool, dieses Battle einfach miteinander zu machen. Und ich mag es einfach, weil man zu viert wirklich hier zusammensitzt und versucht, Tore zu machen bei den anderen und trotzdem irgendwie einfach nur Spaß hat, lacht, sich freut. Und das ist echt cool. Das haben wir jetzt wieder auf den Tisch gebracht. Und ich glaube, jetzt am Wochenende wird es wieder auf den Tisch landen, weil meine Kids das einfach richtig cool finden. Da ist auch Bewegung bei. Man muss nicht so still sitzen.
Und man lacht einfach so unglaublich viel bei diesem Spiel, wenn man wieder sich selber irgendwie ja, einen Punkt abzieht, weil man schlecht gespielt hat oder weil man irgendwie die Kugel anschnipst und dann fliegt einem selbst sein Spieler weg und man kriegt einen Punktabzug. Also das ist schon eine richtig coole Nummer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer kein Partyspiel in dem Sinne, sondern einfach ein richtig schönes Familienspiel, wenn man am Nachmittag, es regnet draußen, doch noch sagt, ey, ich habe da jetzt ein bisschen Lust auf ein paar Partien, dann holt man Clask zu viert raus. Oriflamme Komplott um die Krone. Ja, wir haben es ausgepackt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen so, ich habe die Regeln gelesen, ich habe es aber kaum verstanden. Regeln waren irgendwie zu wenig Beispiele, um das richtig zu verstehen. Ich mag es, aber erst im Laufe des Spiels ist mir erst so in den Kopf gekommen, wie gut das Spiel ist. Ist erstmal so meine persönliche Meinung, glaube ich, weil die anderen weiß ich nicht so richtig, ob die das auch so empfunden haben. Es geht immer darum, dass ich halt Karten auf der Hand habe und ich kann jetzt eine Karte vorne reinspielen oder ganz hinten. Diese Karten haben aber natürlich Funktionen. Jetzt kann ich die verdeckt spielen oder aufgedeckt spielen. Wenn ich sie aufgedeckt spiele, dann ist natürlich schon, dass die Funktion triggert. Wenn ich die verdeckt spiele, dann nicht. So, und wenn ich meine Karte gespielt habe und jeder andere Spieler auch, dann ist die Runde sozusagen vorbei und nun kann ich als erster Spieler, der da vorne meine Karte liegen hat, entscheiden, möchte ich die jetzt umdrehen oder nicht. Drehe ich die um, wird diese Funktion gelöst, was zum Beispiel heißt, schalte den rechten Nachbarn von dir aus. Ja, dann aufgelockert, hopp, Karte raus. Es geht aber auch, da ich sage, nö, lasst mal liegen, dann kommt ein Marker rauf, also ein Siegpunkt sozusagen, den packe ich da rauf und keiner weiß, was unter der Karte ist und was ich jetzt machen kann. Was cool ist, das passiert halt die gesamte Länge nach. Natürlich sind am Anfang nur 4 Karten da, dann vielleicht 8, aber man kann auch direkt auf die Karten was raufspielen. Es gibt Karten, die dreht man um und das ist ein einmaliger Effekt und die Karte kommt raus. Es gibt aber auch Karten, da dreht man die Karte um und die bleibt bestehen, die Karte. Jetzt gibt es natürlich Funktionen, die sagen, schiebe die Karte an den Anfang ne? Also ich habe ganz hinten meine gespielt, zack. Und wenn ich die umdrehe, bekomme ich auch die Münzen. Ja. Also, es ist schon cool, aber nachher war das einfach so, dieses Spiel muss man eigentlich öfter spielen, weil genau dann kommt man erst zu diesem Punkt, dass man sagt, eieiei, jetzt weiß ich, wann ich welche Karte spielen muss, wenn das und das passiert, weil sonst macht das alles gar keinen Sinn. Und das fand ich echt erstaunlich und fand ich auch richtig gut, weil es macht Spaß, aber es ist halt gar kein einfaches Spiel. Also sehr, sehr schön. Mal gucken, ob wir das jetzt dann auch nochmal spielen, weil ich fand es eigentlich echt gut. Ja. Santo ist um. Kommen wir zu einem dicken Brocken und zwar Dark Ages. Tja, Dark Ages haben wir nicht gekauft. Freundin von uns hatte das bestellt, kam an, haben sie schon mal gespielt und dann haben sie gesagt, ey, wir müssen das unbedingt nochmal spielen, bevor die Regeln raus sind. Ja, alles gut, möchte ich ja auch mal. Und dann kamen wir an. Oh mein Gott, das Spiel braucht viel Platz. Bei uns auf dem Tisch hätte es gepasst, aber wir haben auch einen 1,20x1,80 Meter großen Spieltisch. So, nun kamen wir da an und dachte mir so, wow, jetzt sitzen wir total anders, was aber auch völlig legitim ist. Und dann wurden die Regeln erklärt. Und ich dachte so, okay, ich habe es grundlegend, glaube ich, verstanden. Was ich am besten an dem Spiel finde, ist die Möglichkeit, meine Aktionen zu legen. Ich lege also eine Aktion und die kommt als Scheibe oben rauf. Egal wo. Wenn da schon was liegt, lege ich sie oben rauf. Wenn das abgearbeitet wird und die unterste Scheibe benutzt wird wieder, dann kann ich mich entscheiden zwischen 2 Farben. Und wenn ich die mache, dann wird diese Funktion ausgelöst und ich bekomme noch was. Und das fand ich echt richtig cool. Das hat mir Spaß gemacht. Material fand ich richtig cool. Gerade die ganzen Häuser, Bogen, Schlösser und was es nicht alles gibt, fand ich richtig cool. Meine Idee war gleich, ich kaufe Dark Ages, egal wie das Spiel ist, denn das hätte ich gern fürs Rollenspiel. Diese ganzen Häuser, Plan aufbauen, raufkleben, anmalen, mega cool.
Habe ich richtig Bock drauf. Aber nicht für 110 Euro. Ja. Na, zum Spiel. Leider nicht so gut wie erwartet. Leider auch gar nicht gut. Also liegt daran, eigentlich, das Spiel zielt darauf ab, natürlich, dass wir was produzieren. Ganz klar. Aber es zielt auch darauf ab, zu gewinnen, in meinen Augen, dafür, dass ich halt auch Gebiete erschließe. Und nicht nur Gebiete erschließe, sondern da ich halt auch durch Kämpfe irgendwann mal dazu komme. Das Spiel hat aber so einen extremen Glücksmechanismus, nämlich Würfel. Ja, die kann ich modifizieren, gar keine Frage. Natürlich, wenn ich eingekauft habe, wenn ich was gemacht habe, kann ich meine Krieger besser machen. Das bedeutet, die treffen nicht auf die 6, sondern auf die 4 plus. Ist ja mega. Aber bestes Beispiel, eine Freundin von mir wollte rein in das Gebiet, hat das völlig versiebt, ihre Truppen sind komplett zerstört worden und sie brauchte dann erstmal nochmal 2 Runden, bis sie dann noch das nochmal gemacht hat. Bei dem nochmal ist es auch geblieben, dann sie wurde wieder vernichtet und sie ist wieder in ihr ursprüngliches Gebiet gekommen. Ich habe das auch einmal probiert, wurde komplett weggeklatscht. Und dann dachte ich mir, nö, nö, das ist dann doof. Weil, wie kann ich jetzt noch gewinnen? Ah, ich bin auf meinem Gebiet gestehen geblieben. Ich habe durch Errungenschaften immer wieder Punkte gemacht. Das bedeutet, man kann ans Board immer wieder Karten reinpacken, die da auf niedrigster Stufe sind, aber mir immer einen Bonus verschaffen. Und wenn ich diesen Bonus ausarbeite mit klingenden Münzen sozusagen und das jede Runde mache, dann werden meine Karten immer besser und teurer und Siegpunkte reichhaltiger. Das habe ich dann auch getan. Was zu dem Spiel kontraproduktiv ohne Ende ist, finde ich, denn es ist doch ein, ja, Belagerungsspiel, ein Ausbreitungsspiel, ein konfliktreiches Spiel. Nein, man muss dazu sagen, dass ich den zweiten Platz gemacht habe, was ich wirklich traurig fand, weil mein Kumpel, der hat das dann auch so gespielt, der hat sich ausgebreitet, der hat Bogen gebaut, der hat Häuser rangebaut, der konnte natürlich dadurch auch viel mehr Ressourcen anschaffen, aber er hat es nicht geschafft, den zweiten Platz zu machen. Nein, und nein, er hat auch nicht den ersten Platz gemacht. Dann das hat meine Freundin gemacht, die ehrlich gesagt auch nicht so gut gespielt hat. Und ich finde, dann ist es leider kein gutes Spiel. Ja, und ich meine nicht, dass ich jetzt einen Blood Rage erwartet habe. Das überhaupt gar nicht. Aber es war nicht nötig. Ich musste gegen ihn nicht vorgehen. Ich musste Gebiete von ihm nicht klauen. Und ich musste selbst nicht mal expandieren. Hä? Richtig schade. Also richtig schade, weil unsere Freunde das gekauft haben und das war nicht teuer, war nicht billig. 250 oder so, keine Ahnung. Weil da war noch die zweite Box bei. Aber ich finde es halt auch, das hat so Lücken. Auch diese Scheiben, bis die Scheiben abgearbeitet sind, waren es ein paar Runden, wo meine Freundin nicht niemals die unterste Scheibe rausbekommt, denn wenn man passt, dann kommen alle eigenen Scheiben, egal wo sie liegen, in den Vorrat zurück. Ja, und dadurch ist dann die Scheibe zwar nach unten gerutscht, aber es hat keiner genutzt. Keiner hat seine Scheibe da wieder oben raufgepackt oder es war zu lange, bis sie dann gepasst hat und ihre Scheiben wieder wegnehmen musste, um die Aktion. Und dementsprechend ist natürlich der im Vorteil an sich, der relativ schnell seine Scheiben rauspackt und wenn es runtergeht, wird dir die Scheibe nach vorne geschoben und kriegt eine zusätzliche Aktion an sich. Und das war einfach echt schräg. Schade. Ja, hat mich ein bisschen aufgeregt, weil wir da auch über 4 Stunden dran gesessen haben. 4,5, 5 Stunden, wo ich mir dachte, so ein Zivilisationsspiel, das, ja. Schade. Zum letzten Spiel und zwar Revolta. Ein Spiel, das um Enten und Roboter geht. Ganz einfach. Mehr ist da nicht. Roboter, Enten und jeweils Zahlen. Es ist ein Stichspiel. Das bedeutet, ich habe einen in der Mitte, der ja eine Karte aufdeckt sozusagen. Dann sind da entweder rote Enten oder blaue Roboter drauf mit der entsprechenden Zahl und ich spiele verdeckt eine Karte.
Jetzt muss ich überlegen, na, wer könnte jetzt den Stich gewinnen? Dann decke ich die Karte auf, wie alle anderen Spieler auch. Und wir gucken, wer hat, also insgesamt, hat Rot oder Blau mehr Punkte? Hat Rot mehr Punkte? Dann bekommt derjenige mit den niedrigsten Punkten alle Karten. Und das ist dein Stich. Das ist also ein Punkt wert. Am Ende des Spiels geht es darum, wenn vier rote Stiche sind oder vier blaue Stiche, ist das Spiel vorbei. Und jetzt gucken wir, was wir noch für Karten auf der Hand haben. Und für jede entsprechende Farbe bekommen wir auch nochmal einen Punkt. Ich hoffe, das war relativ klar ausgedrückt. Es ist so lustig und verwirrend, sehr kurzweilig, nichts Besonderes, aber trotzdem gut. Für einen Absacker nach Dark Ages war das schon eine schöne, ordentliche Sache. Ach nein, wir sind ja schon fertig. Ja, was soll ich sagen? Ich fand, der Januar, der hatte auch wieder viele, viele verschiedene Spiele, die wir da mit reingebracht haben. Ich hätte viel mehr spielen wollen, aber die Arbeit hat uns so fest im Griff, dass ich einfach manchmal abends schon um 20 Uhr keinen Bock mehr habe und eigentlich am liebsten ins Bett gehen wollte. Ja, das finde ich gerade extrem anstrengend. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich Spiele noch im Petto, die wir unbedingt spielen wollen. Und ich hoffe, dass wir dieses Wochenende eine Menge gespielt haben, denn wir haben Verabredungen, Spieleabend, Kinder da zum Spielen. Ja, und dann hoffe ich, dass im Februar wieder einiges auf dem Tisch gelandet ist, wo ihr sagt, hey, das ist ja krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder hey, warum ist das schon wieder auf der Liste? Mich würde interessieren, was habt ihr gespielt im Januar? Das ist vielleicht so ein Highlight oder so, womit ihr nicht gerechnet habt oder was richtig cool war. Vielleicht auch mit Emotionen, wo ihr sagt, so wow, das war so mega knapp und nur der Würfel hat es entschieden, wer gewinnt. Das würde mich interessieren, ob ihr da ein Highlight habt, weil ich natürlich dann auch mal danach gucke, so wow, was findet ihr cool? Und vielleicht könnte es mich auch interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Habt's, ja, macht's gut, passt auf euch auf, genießt das Wetter, wenn es mal schön ist, oder genießt das Wetter, wenn es nicht schön ist, und macht's gut, passt auf euch auf, euer Tigurion.